Ohne Geld läuft in der Wirtschaft gar nichts. Und jeder Geldschein, den wir benutzen, kommt ursprünglich vom Staat. Wenn der Staat also einfach neue Euros oder Dollars erschaffen kann, wann immer er möchte, was spricht dann eigentlich dagegen, dass er einfach so viel Geld druckt, wie wir brauchen? Würde das nicht alle unsere Probleme lösen? Tatsächlich hat der Staat in letzter Zeit sehr viele große Ausgaben beschlossen. Da gab es 100 Milliarden für die Bundeswehr, 200 Milliarden für die Gaspreisbremse und für die Corona-Hilfen sind doch auch schon zig Milliarden geflossen. Viele macht das nervös. Was wir tun müssen, ist, wieder Einnahmen und Ausgaben dieses Staates in eine Balance zu bringen. Warum ausgerechnet jetzt? Denn wir brauchen ja gerade richtig viel Geld. Für Klimaschutz, Infrastruktur, Rente, Bildung. Warum können wir diese Probleme nicht einfach mit Geld lösen? Es gibt da eine Ökonomin, die sagt, können wir. Am Geld soll es nicht scheitern. We're no longer on a gold standard. So finding the money to pay for the things we need is never an issue for countries like the US or the UK. Sie sagt, das nötige Geld zu finden sei also nie das Problem. Man kann es doch einfach per Knopfdruck erzeugen. Das ist die Grundaussage der sogenannten Modern Monetary Theory oder kurz MMT. Und die Frau, die wir hier sehen, ist Stephanie Kelton, eine ihrer wichtigsten Vertreterinnen. Auch in Deutschland hat diese Idee viele Anhänger. Aber haben Sie damit recht? Kann der Staat wirklich so viel Geld drucken, wie er will? Wenn ihr also wissen wollt, ob da jemand eine revolutionäre Lösung für all unsere Probleme gefunden hat, dann seid ihr hier genau richtig. Ich bin Alex, Wirtschaftsjournalist und das ist Was kostet die Welt? MMT wäre wahrscheinlich nie so gehypt worden, wenn in den vergangenen Jahren nicht zwei Dinge zusammengekommen wären. Einerseits ist in den USA eine Bewegung um Politiker wie Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez entstanden, die fordern, der Staat solle viel mehr Geld ausgeben, vor allem für den Klimaschutz. Bei denen kam die MMT gut an. Stephanie Kelton, die wir eben gehört haben, hat Bernie Sanders sogar mal im Wahlkampf beraten. Andererseits haben ganz besondere makroökonomische Bedingungen in den letzten 10 Jahren den Aufstieg der MMT befeuert. Dazu kommen wir gleich. Erstmal müssen wir aber die Grundidee der MMT klären. In den meisten Demokratien ist die Zentralbank für das Gelddrucken zuständig. Die ist unabhängig von der Regierung. Sie kann also selbst entscheiden, was sie macht. Das wird später noch wichtig. Und die Regierung kann erstmal nur so viel Geld für Schulen, Straßenbau oder das Sozialsystem ausgeben, wie sie Steuern einnimmt. Will sie mehr Geld ausgeben, als sie hat, muss sie sich verschulden, also Kredite aufnehmen. Die kommen in der Regel von Banken, in den letzten Jahren aber auch sehr stark von der Zentralbank selbst. Deutschland leiht sich aber auch viel Geld im Ausland. Damit die Schulden nicht aus dem Ruder laufen, gibt es in Deutschland die sogenannte Schuldenbremse. Die steht sogar im Grundgesetz. Die Haushalte von Bund und Ländern sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Das heißt, Deutschland darf also nicht zu viele Schulden machen und muss diese auch irgendwann zurückzahlen. Das finden auch die meisten Parteien grundsätzlich gut. Trotzdem sorgt die Schuldenbremse im Bundestag regelmäßig für Streit. Welche Positionen es da gibt, habe ich bei die da oben nachgefragt. Seit 2009 gilt in Deutschland die Schuldenbremse. Ihr Grundsatz ist, der Staat gibt nur so viel Geld aus, wie er einnimmt. Er darf nur sehr wenige Schulden machen. 0,35% des Bruttoinlandsproduktes nämlich. Das wären 2022 13,5 Milliarden Euro gewesen. Bei einem Gesamthaushalt von 476 Milliarden ist das nichts. Und es gibt nur wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel im Falle einer Naturkatastrophe. Bundesfinanzminister Christian Lindner findet, dass die Schuldenbremse ein Garant für Generationengerechtigkeit ist. Er will den nächsten Generationen keine Schulden hinterlassen. Wegen der Schuldenbremse gibt es aber regelmäßig Ärger. Besonders Linke und Grüne wollen deutlich mehr investieren, als die Schuldenbremse zulässt, zum Beispiel für Klimaschutz und Digitalisierung. Und Fridays for Future sagen, Lindner spricht nicht für die junge Generation. Wir haben in unserem Video gecheckt, wie viel Lindner eigentlich für junge Menschen tut. Klickt hier und schaut mal rein. Zurück zu MMT. Regierung, Zentralbank, Schuldenbremse, so ist das bei uns. Aber die MMT geht viel weiter. Sie sagt, Regierung und Zentralbank sind eine Einheit, der Staat. Und der kann nach Belieben entscheiden, wie viel Geld er braucht. Denn die meisten Staaten geben ihre eigene Währung heraus. Deshalb können sie in dieser Währung gar nicht pleite gehen. Sie können ja einfach mehr Geld drucken, wenn sie nicht genug haben. Die Regierung braucht also bei ihren Entscheidungen nicht aufs Geld schauen und schon gar nicht auf die Höhe der Staatsverschuldung. Die meisten Ökonomen raten von so einer Gelddruckpolitik ab. Nach der gängigen Theorie würde das zur Inflation führen. Das erkläre ich vielleicht mal kurz. Stellt euch ein Dorf vor, in dem alle Einwohner bei einem großen Windradhersteller arbeiten. Angenommen, der Staat druckt viel Geld und investiert das in Windkraft. Das Unternehmen profitiert davon und kann seinen Beschäftigten bessere Gehälter zahlen. Weil sie natürlich alle super umweltbewusst sind, wollen sie das Geld endlich für ein neues Elektroauto ausgeben. Der Autohändler im Dorf freut sich erst über die gestiegene Nachfrage. Irgendwann gehen ihm aber die Autos aus. Und was macht der Autohändler dann? Er erhöht die Preise. Und das ist Inflation. Aber die MMT
sieht das mit der Inflation etwas anders. Und das ist der zweite große Unterschied zur Mainstream-Ökonomie. Die MMTler sagen, solange es noch genügend Ressourcen wie Stahl, Energie und Arbeitskräfte gibt, wird es auch nicht zur Inflation kommen. Denkt an unseren Autohändler. In der Welt der MMTler könnte er einfach mehr Leute einstellen, die Tag und Nacht neue Autos bauen und so die gestiegene Nachfrage bedienen, ohne seine Preise erhöhen zu müssen. Der Staat muss in dieser Welt halt nur im Voraus überlegen, wie viel Geld die reale Wirtschaft verkraften kann, wie viele Ressourcen also noch verfügbar sind. Dann kommt es auch nicht zur Inflation. Das klingt ja theoretisch nicht verkehrt. Aber mehr als eine Theorie ist die MMT bislang nicht. Wie haben es die MMTler also geschafft, ihre Idee so groß zu machen? Die MMT hat, wie gesagt, viele prominente Unterstützer. Und dazu haben wir in den letzten Jahren eine Zeit erlebt, in der scheinbar alle ökonomischen Regeln ausgehebelt wurden. Seit der Finanzkrise von 2008 haben wir eine noch nie dagewesene Niedrigzinsphase erlebt. Schaut mal, was allein bei der EZB los war. Zwischen 2008 und 2016 ist der Leitzins von 4 auf 0% gesunken. Wer bis vor kurzem einen Kredit aufnehmen wollte, musste dafür quasi keine Zinsen zahlen. Geld war also so günstig wie nie zu haben. Und zusätzlich haben die Zentralbanken sogar noch direkt Geld in den Markt gepumpt, indem sie im großen Stil Staatsanleihen aufgekauft haben. Es wurde also immer mehr Geld in Umlauf gebracht. Und trotzdem gab es keine Probleme mit Inflation. Seit der Finanzkrise ist die jährliche Preissteigerung über viele Jahre ziemlich niedrig gewesen. Ab 2011 lag die Inflationsrate in vielen Jahren sogar unterhalb des Ziels von 2%. Und dann kam auch noch die Corona-Pandemie. Da hat der Staat so viel Geld in die Hand genommen wie noch nie, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Schaut euch mal diese Summen an. Deutschland hat jahrelang keine Kredite aufgenommen. Und mit der Pandemie schießen die plötzlich in die Höhe. Trotzdem passierte mit der Inflation erstmal nicht viel. Die Zentralbanken haben mehr und mehr Geld in den Markt gepumpt und die Preise bewegten sich kaum. Eine Zeit lang lief es also ganz gut für die MMTler. Da kommt eine neue Theorie daher und hat scheinbar eine Antwort für alles, während sich der Rest ratlos am Kopf kratzt. Doch dann kam alles anders. Im Jahr 2022 stieg die Inflation auf ein Niveau, wie wir es seit den 70er Jahren nicht mehr gesehen haben. Schauen wir uns die Inflationsrate von eben noch einmal genauer an. Auf einmal war die Inflation nicht mehr bei 2%, sondern bei 7%, 8%, irgendwann sogar bei 9%. Und das haben wir alle zu spüren bekommen. Plötzlich kostete der Döner nicht mehr 5 Euro, sondern 7. Die MMTler sagen dazu, die Inflation kommt ja vor allem von der Angebotsseite. Die Nachfrage kann nicht bedient werden, die Preise steigen. Und das ist sogar richtig. Auf viele Inflationstreiber hatte die Politik keinen direkten Einfluss. Seit Corona stockten die Lieferketten und der Krieg in der Ukraine hat Energie teurer gemacht. Und damit auch die Herstellung vieler Produkte. Aber in den USA kam noch ein Element hinzu, das gegen die MMT spricht. Schauen wir uns doch mal die Inflationskurve aus den USA an. Anfang 2021 beschließt die Regierung von Joe Biden als Reaktion auf die Corona-Krise ein Konjunkturpaket von 1,9 Billionen Dollar. Plötzlich ist so viel Geld im Umlauf, dass die Nachfrage nach Gütern und somit auch die Inflation steigt. Das ist der Anstieg hier am Anfang. Im Februar 2022 lag die Inflationsrate dann bei 7,9%. 2,6 Prozentpunkte davon rechnet die Fed, also die amerikanische Zentralbank, allein dem Konjunkturpaket an. Das zeigt, wenn die Regierung viel Geld ausgibt, hat das eben doch einen Effekt auf die Preise. Die Argumente der MMT sind also von der echten Welt eingeholt worden. Die Zeiten der Nullzinsen und Niedriginflation sind vorbei. Volker Wieland ist Professor für Geldtheorie an der Goethe-Uni in Frankfurt. Ich habe ihn nach seiner Einschätzung zur MMT gefragt. Diese sogenannte moderne monetäre Theorie ist weder modern, weil da werden natürlich Dinge gesagt, die einfach Fakten sind. Klar, der Staat gibt das Geld aus, so funktioniert das im Moment bei uns. Aber diese Fakten sind einfach Fakten, die sind weder neu noch modern, sondern das sind einfach Fakten. Wieland sagt, wenn man nur beschreibt, was gerade passiert, ist das noch keine Theorie. Ihn stört vor allem, dass die MMTler sich viel in den sozialen Medien und Zeitungsartikeln äußern und sich nicht auf eine echte ökonomische Diskussion einlassen. Aber nur weil eine Theorie sich nicht an akademische Konventionen hält, ist sie ja nicht zwangsläufig auch falsch. Ich habe mir die Argumente der MMT deshalb genauer angeschaut und bin auf 5 Gründe gestoßen, warum ihre Rezepte naiv und vielleicht sogar gefährlich sind. Die MMT hat kein taugliches Rezept zur Inflationsbekämpfung. Die MMT sagt, Inflation entsteht nur, weil zu viel Nachfrage auf zu wenig Angebot stößt. In Wahrheit ist das aber viel komplexer.
Erwartungen spielen zum Beispiel eine große Rolle. Wenn die Menschen damit rechnen, dass die Preise steigen, dann fordern sie höhere Löhne. Höhere Löhne führen dazu, dass die Leute mehr Geld ausgeben können und die Konsumnachfrage steigt. Das treibt die Preise noch mehr in die Höhe. Diese Lohnpreisspirale lässt sich nur sehr schwer wieder einfangen. Die Argumente der MMT stützen sich darauf, dass in der gesamten Volkswirtschaft noch keine Vollbeschäftigung herrscht. Dafür gibt es unterschiedliche Definitionen. Meistens liegen die irgendwo zwischen 2 und 5% Arbeitslosigkeit. In Deutschland liegt die Arbeitslosenquote gerade bei 5,7%. Die MMTler sagen, top, diese Leute können doch arbeiten, wenn der Staat Geld druckt und es in Projekte investiert. Dabei ignorieren sie aber, dass es auf dem Arbeitsmarkt nicht die eine Vollbeschäftigung gibt, sondern ganz viele unterschiedliche Sektoren. Die Arbeitsnachfrage kann in einigen Sektoren das Angebot übersteigen, während es in anderen Sektoren noch Arbeitslosigkeit gibt. Handwerker sind zum Beispiel seit Jahren knapp. Gibt der Staat nun viel Geld für Bauprojekte aus, könnte er Inflation erzeugen und obendrein private Investitionen verdrängen, weil er mit den Unternehmen um Arbeitskräfte konkurriert. Auch wenn es in anderen Branchen immer noch Arbeitslose gibt. Die MMT berücksichtigt internationale Märkte nur unzureichend. Die MMT geht davon aus, dass der Staat ein Monopol auf die Währung hat. In der MMT ist Geld nur deshalb etwas wert, weil der Staat dahinter steht und in der jeweiligen Währung Steuern erhebt. Das heißt, ich hätte in Deutschland also keine andere Wahl, als mir Euros zu besorgen, weil ich meine Steuern damit bezahlen muss. Das ist zunächst mal gar nicht so kontrovers, sondern einfach nur ein Fakt unserer Wirtschaftsordnung. Dennoch liegt die MMT falsch, wenn sie dieses staatliche Monopol einfach so als gegeben betrachtet. In der Realität haben Bürger und Unternehmen nämlich durchaus Alternativen dazu, ihr Geld, sagen wir, in Euro zu halten. Hier ist dazu nochmal Volker Wieland. Wenn ich natürlich die Befürchtung hätte, dass die Kaufkraft des Euro sehr schnell schwindet, dass wir vielleicht die nächsten 10 Jahre jedes Jahr 10% Inflation haben, die Amerikaner aber das schaffen, das auf 1% oder 2% zurückzuführen, dann habe ich einen starken Anreiz, mein Geld in Dollar zu bewegen, weil dort der Werterhalt viel höher ist. Die MMT hat ein naives Bild von politischen Prozessen. In der MMT sind Politiker nicht an die Grenzen des Staatshaushaltes gebunden. Die MMT muss deshalb davon ausgehen, dass Politiker zum Wohle aller Geld investieren und dabei klug vorausplanen. In der Praxis unterliegen Politiker aber Anreizproblemen. Sie wollen ja wiedergewählt werden. Die Versuchung ist also sehr groß, mehr Geld unters Volk zu bringen, als ökonomisch klug wäre. Kommt es dann zur Inflation, fällt in der MMT die Möglichkeit von Zinserhöhungen weg. Die Preisstabilität ist eigentlich die Hauptaufgabe der Zentralbank. Sie soll die Inflation bei 2% halten. In der MMT gibt es aber ja keine unabhängige Zentralbank. Stattdessen soll der Staat bei hoher Inflation die Konsumnachfrage selbst reduzieren. Entweder indem er die Steuern erhöht oder indem er selbst weniger investiert. Das Problem dabei ist, Steuererhöhungen sind extrem unbeliebt bei den Menschen und damit auch bei den Politikern. Gerade jetzt, wenn eh schon alles mehr kostet, werden sich die meisten Politiker davor hüten, höhere Steuern zu fordern. Es ist also sehr naiv anzunehmen, dass Politiker in einer Demokratie völlig unbeeindruckt von der Stimmung in der Bevölkerung und den Bedürfnissen ihrer Wähler handeln. Die MMT hat zu viel Vertrauen in die Vorhersagekraft des Staates. Ihr erinnert euch, in der MMT soll der Staat idealerweise schon im Voraus berücksichtigen, ob seine Ausgaben die Inflation ankurbeln werden. Doch das vorauszusagen ist unglaublich schwierig. Wahrscheinlicher ist, dass sich der Staat verschätzt oder dass die Politiker die Empfehlungen nicht so umsetzen wie geplant. In einer demokratischen Regierung müssen sich die Parteien einigen, wie viel sie ausgeben wollen und für welchen Bereich. Das entscheidet sich in den Koalitionsverhandlungen oder mitten in der Legislaturperiode. Vorher da irgendetwas festzulegen, ist quasi unmöglich. Der Staat kann die Kontrolle über die Inflation völlig verlieren. Die schärfsten Kritiker der MMT befürchten, dass die Umsetzung ihrer politischen Ideen direkt in die Hyperinflation, also Inflationsraten von mehr als 50%, führt. Die MMT-Anhänger bestreiten das natürlich. Denkt dran, Geld bekommt der MMT zufolge allein dadurch einen Wert, weil der Staat Steuern erhebt. Aber auch Länder wie die Türkei oder Argentinien erheben Steuern. Und da geht die Inflation gerade durch die Decke. Das allein scheint also nicht genug zu sein. Plausibler scheint mir da eine andere Erklärung. Ja, der Staat verleiht einer Währung ihren Wert. Aber nur solange er das Vertrauen der Bürger in die Geldwertstabilität hat. Ist dieses Vertrauen erst einmal verloren, ist es extrem schwer, es wiederzugewinnen. In der Regel braucht es dazu einen ziemlich radikalen Wandel im Währungsregime mit einer ganz neuen Währung und einer ganz neuen institutionellen Struktur. Ein Beispiel dafür ist die deutsche Hyperinflation von 1923. Ein Brot hat damals plötzlich mehrere Milliarden Mark gekostet. In einer Hyperinflation steigen die Preise so schnell, dass die Gehälter nicht mehr mithalten können. Die Menschen können sich dann selbst die grundlegendsten Dinge wie Nahrungsmittel und Medikamente nicht mehr leisten. Die Wirtschaft bricht zusammen. Erst als es einen Wechsel an der Spitze der Reichsbank sowie eine neue Währung gab, bekam der Staat die Preissteigerungen unter Kontrolle. Hyperinflation ist ein ziemlich extremer Fall, von dem wir glücklicherweise weit entfernt sind.
Aber sie hilft ganz gut, um zu illustrieren, dass Inflation komplizierter ist, als nur zu sagen, solange die Nachfrage das Angebot nicht übersteigt, gibt es auch kein Problem. Diese Beispiele muss man sich vor Augen halten, bevor man den vielversprechenden Ideen der MMT Glauben schenken will. So sieht es auch Volker Wieland. Es ist etwas traurig natürlich für all die Hunderte von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Ökonominnen und Ökonomen hier in Deutschland. Auch die jungen Leute, die das studieren und die auch da promovieren und wirklich versuchen, Neues zu entdecken mit den Methoden, die wir haben. Wenn dann in der Politik plötzlich manche einfach solchen Behauptungen nachlaufen, weil sie gut klingen und weil sie gerade ins Konzept passen. Es gäbe noch sehr viele andere Punkte, über die es sich zu reden lohnte. Die MMT hat zum Beispiel sehr wenig darüber zu sagen, wie Finanzmärkte funktionieren und was dort passiert, wenn die Geldmenge stark steigt. Über Staatsschulden sind sich Politiker und Ökonomen alles andere als einig. Auch was die Gründe für Inflation und die Rolle der Geldpolitik angeht, gibt es immer wieder große Diskussionen. Aber die MMT schießt dabei über das Ziel hinaus. Sie verspricht etwas, was die realen wirtschaftlichen Gegebenheiten nicht halten können. Wirtschaftspolitik ist immer eine Abwägungsfrage. Es gibt begrenzte Ressourcen und die müssen bestmöglich zum Wohle aller eingesetzt werden. Diesen Trade-off auszuklammern, hilft uns nicht wirklich weiter in der Bewältigung der Herausforderungen, die vor uns liegen. Ob es der Klimawandel ist oder die Stabilisierung des Rentensystems. Das war unser Beitrag zur Diskussion über die Modern Monetary Theory. Und jetzt würde ich gern von euch wissen, was haltet ihr von den Ideen der MMT? Und seid ihr pro oder contra Schuldenbremse? Schreibt es in die Kommentare. Und lasst uns doch ein Abo da, wenn euch unser Kanal gefällt. Und wenn ihr noch nicht genug Wirtschaftstheorie für heute habt, schaut doch mal hier in unser letztes Video rein. Da hat sich meine Kollegin Jessie mit der Frage beschäftigt, ob künstliche Intelligenz unseren Wohlstand rettet. Und in diesem Video schauen sich die Kollegen von die da oben mal Christian Lindner und seine Faszination für die Schuldenbremse an. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.